Sieht so eine Rebellin aus? Eine, die sich mit Freund und Feind für ihre Überzeugungen anlegt? Eine, die an den Grundfesten der Sozialgesetzgebung rüttelt und ihren Protest bis vor den Petitionsausschuss des Bundestages trägt? Ja, genau so ist es. Mein Hauptanliegen ist wirklich Abschaffung der derzeitigen Sanktionspraxis und aber auch viel, viel mehr Öffentlichkeit im Bundestag, in der Politik, in den Ausschüssen. Inge Hannemann kennt das System ALG II und die Willkür, der Leistungsempfänger unter Umständen ausgesetzt sind. Doch das war nicht der Grund, dass die ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin auf die Barrikaden ging. Vielmehr waren es die Feindseligkeit und die Widerstände, die sie aus der Leitungsebene als Reaktion auf konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge erfuhr. So wehrte sie sich gegen die pauschale Sanktionierung von ALG-II-Beziehern. Den Jobcenter-Kunden als Mensch und Einzelfall betrachten, diese Arbeitseinstellung kam nicht gut an. Aus Frust begann sie im Internet einen Blog zu schreiben und Fehler im System öffentlich anzuprangern und wurde quasi als Nestbeschmutzerin vom Dienst freigestellt. Sich gegen eine Mammutbehörde in Anführungszeichen zu stellen, als eigentlich die erste Mitarbeiterin, die so krass in die Öffentlichkeit geht, das ist natürlich ein Akt, ne? Hartz IV. Inge Hannemann ist keine, die sich den Mund verbieten lässt. Schon die Eltern der gebürtigen Hamburgerin waren in der Frauen- und Umweltbewegung engagiert. Das prägt. Beim Jobcenter arbeitete sie zunächst in Freiburg, wechselte dann nach Hamburg und glaubte sich an der richtigen Stelle. Menschen helfen. Bis sie merkte, dass in der Behörde dieses Ziel immer mehr in den Hintergrund trat. Statt um die Hilfesuchenden ging es zunehmend um Statistikaufbesserung und Einsparungen. Das System Jobcenter hat sie inzwischen verlassen. Seit vergangenem Jahr sitzt sie als Parteilose in der Hamburger Bürgerschaft. Sie will konstruktiv gestalten und sucht den Dialog. Denn am Ende ist Inge Hannemann gar keine Rebellin, außer man macht sie dazu. Und ich begrüße Sie bei mir im Studio. Hallo, Frau Hannemann. Hallo. Fühlen Sie sich ein bisschen wie eine Rebellin? Oder? Nein. Nein, ich fühle mich eigentlich wie ein Mensch, der einfach die Menschenrechte vertritt und vertreten möchte. Ja, aber Sie waren ja eine der wenigen überhaupt, wenn nicht die Einzige, die sich getraut hat, das zu sagen, was wahrscheinlich viele von Ihren Kollegen denken. Ja, ich habe was gesagt, aber meine Ex-Kolleginnen und Kollegen haben es ja auch gesagt, nur hinter verschlossenen Türen. Ja, da bringt das natürlich ich bin gar nicht so einsam hier. Ja. Was hat Sie eigentlich im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit im Jobcenter am meisten enttäuscht? Der Umgang mit den Erwerbslosen, also diese absolute Ignoranz, dass vor mir ein Mensch sitzt. Und dieses Gehorchen nach dem Sozialgesetzbuch, also nach Hartz IV, aber nicht nach links und nicht nach rechts gucken. Und wenn ich nach links und nach rechts gucke, dann bitte leise und geheim, aber eben nicht offiziell. Was dann aber auch wieder im Prinzip Ihre Kollegen betrifft, also Mitarbeiter. Gar nicht das System, sondern die Menschen, die in diesem System arbeiten. Ne? Also Job machen wie Sie im Prinzip auch, nur halt auf eine vielleicht nicht ganz so engagierte Art und Weise. Anders, würde ich sagen. Also wir haben ja nicht nur böse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Jobcentern, stimmt ja gar nicht. Wir haben auch viele, die ähnlich gearbeitet haben wie ich. Sie geben es nur nicht offen zu, weil sie Angst haben vor Repressionen, vor Mobbing, vor Bossing, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird. Sie möchten gerne, sie dürfen nicht, weil das System das tatsächlich verbietet. Ja. Warum hatten Sie diese Angst nicht? Weil ich kein Mensch bin, der Angst wirklich kennt. Also das ist, also ich glaube, als Kind hatte ich auch schon nicht Angst. Also als Kind habe ich mich vor Schülerinnen und Schüler gestellt, wenn sie gemobbt worden sind. Ich habe mit den Lehrern diskutiert. Ich war auf der Straße. Kinder ohne Angst ist für die Eltern auch ein Graus, ne? Oder? Die immer überall hochklettern und nie irgendwo eine Gefahr sehen. Das glaube ich nicht mal. Also meine Eltern haben das ja eher bestärkt. Okay. Also ich sage mal, meine Eltern sind schuld. Das hören die nicht gerne. Ich weiß. Aber natürlich bringe ich meinen eigenen Charakter mit. Ja, klar. Aber, ja. Ich möchte gerne noch mal auf einen Fall zurückkommen, den wir vorhin schon in der Sendung hatten, wo ich sagte, das müssen wir unbedingt mit Frau Hannemann besprechen, weil das natürlich genauso ein Fall ist, wie Sie ihn auch in vielen anderen Beispielen im Buch hier nennen. Das zeige ich Ihnen noch mal, liebe Zuschauer. Ach, das läuft ja oftmals schon, da lese ich noch ganz schnell den Text, der dazu gehört. Also, es geht um Annelie Herrmann aus Leislingen im Burgenlandkreis. Da begann nach dem Tod ihrer pflegebedürftigen Mutter der Behördenirrsinn. Durch die Erbschaft ihres Elternhauses wurde sie vom zuständigen Jobcenter dann plötzlich als vermögend eingestuft, weil sie dann dieses Haus hatte. Da wurden dann sämtliche Leistungen gestrichen. Die 61-Jährige wirft dem Jobcenter vor allem die nicht vorhandene Kommunikation und eine fehlende Einzelfallprüfung vor. Also, dass man nicht wirklich auf ihren individuellen Fall eingegangen ist, dann hätte man möglicherweise
da anders gehandelt. Wie sehen Sie diesen Fall? Die kennen Sie ja jetzt auch. Und wie überträgt er sich auf das, was Sie dort täglich im Jobcenter erlebt haben? Das ist leider klassisch, weil die Betroffene hat recht. Es fehlt die Zeit für eine Einzelfallentscheidung. Die Jobcenter sagen zwar immer das Gegenteil, aber die Zeit fehlt tatsächlich, weil einfach geguckt wird, das Haus hat so und so viel Wert, also ist es Vermögen, deswegen kriegt sie kein Geld. Anstatt wirklich zu gucken, welchen Wert hat das Haus, was benötigt die Frau und was sind die äußeren Umstände. Ja, aber das ist ja nicht genau eben nicht gewollt. Aber es gibt ja ganz klare Regeln, die die Mitarbeiter in den Jobcentern wahrscheinlich zu befolgen haben. Ja. Welchen Spielraum hat man denn da überhaupt, in so einem Fall anders zu entscheiden, als er jetzt entschieden wurde? Also rein rechtlich hat man fast gar keinen Ermessensspielraum. Da habe ich einfach die engen Gesetze. Aber menschlich, und ich plädiere für das Menschliche, wo ich einfach ganz klar sage, dann nehme ich mir als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter die Zeit, mache den Rest, muss ich dann leider zur Seite schieben, auch wenn die Zeit dafür nicht da ist, und rede mit der Frau. Und dann gucke ich einfach. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann hole ich die Teamleitung oder Kolleginnen oder sonst wen. Oder ruft tatsächlich Beratungsstellen an. Also wir dürfen es ja. Es fehlt die Zeit, aber und es ist nicht gewollt. Wir wollen mal ein Beispiel aus Ihrem Buch nennen. Da war nämlich ein Fall, der auch individuell zu betrachten war und dann plötzlich durch Ihre Arbeit und individuelle Betrachtensweise des Falls dann doch zum Positiven gelöst wurde, was eine Zeit lang überhaupt gar nicht danach aussah. Vielleicht können Sie sich selbst in wenigen Sätzen beschreiben. Es geht um den Fall Jessica. Jessica, ja, es ist ein Fall, der mich damals bis heute eigentlich sehr emotional auch betrifft oder berührt. Junge Frau, die viel Gewalt erfahren hat durch ihren alkoholabhängigen Vater. Sie hat den Hund, sie lebte mit dem Vater alleine, weil die Mutter die Familie verlassen hatte. Er bezog Hartz IV, sie dadurch automatisch auch. Sie wollte raus, durfte nicht. Wir haben versucht, das Jugendamt einzuschalten, beziehungsweise sie sogar schon selbst. Das Jugendamt in Hamburg war total überlastet, hat es nicht geschafft. Die Polizei hat gesagt, es ist nichts passiert bisher, hat sie nicht ernst genommen. Ich habe versucht, das Jugendamt einzuschalten. Man hat mir ehrlich gesagt, schaffen wir nicht, Frau Hannemann, wir sind unterbesetzt. Bis es eskaliert ist tatsächlich, dass wieder Gewalt vorhanden war. Sie ist dann geflüchtet mit ihrem Hund zu Freunden, was ja immer wieder war. Und sie sollte immer ins Jobcenter kommen, hat es nicht geschafft vor lauter Angst und wurde vollkommen durchsanktioniert. Das heißt, also zum Teil also fast bis auf 100. Dann habe ich sie übernommen. Das heißt bis auf 100? Gar keine Regelleistung mehr. Also kein Geld zum Leben, die Miete ja. Okay. Die hat der Vater leider versoffen. Ja. Dann aber sonst kein Geld. In dem Moment hatte ich sie bekommen, habe gesagt, so, das gucken wir jetzt einfach anders. Die Sanktionen habe ich zurückgenommen, weil die nicht gerechtfertigt das waren. Das durften Sie? Das durfte ich mit Gegenkontrolle. Es gibt immer eine Gegenkontrolle. Der Fall hat sich insoweit zum Positiven verändert, dass ich sie rausbekommen habe mit Hilfe der örtlichen Straßensozialarbeit. Sie eine eigene Wohnung bezog, sie hat ein Praktikum gemacht in ihrem Traumberuf, Schneider, also Schneiderin, hat auch dort eine Lehre angefangen und ist seitdem unabhängig vom Jobcenter. Aber man muss auch sagen, das war nur möglich, dass sich diese Geschichte so zum Positiven gewendet hat, weil Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen Ihre Kompetenzen überschritten haben, oder? Ich habe sie komplett überschritten, aber auch bewusst, habe das aber auch der Teamleitung gesagt. Ich bin zum Teil zu ihr nach Hause gefahren, weil sie das so sich gewünscht hat oder habe mich sonst wo mit ihr getroffen, weil wir immer Angst hatten, der Vater steht vom Jobcenter. Ich habe mit ihr telefoniert, statt dass sie kommen musste. Auch das ist nicht so gerne gesehen, ist aber möglich, dürfen wir. Jugendamt einschalten oder die Straßensozialarbeit und Wohnung suchen und sie sozusagen verstecken, darf ich natürlich auch nicht. Ja? Aber um was geht es hier? Es geht doch in dem Fall um Jessica. Ja, es um geht Menschen, um eine junge Dame. Ja. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Was für Konsequenzen hatte das jetzt für Sie, dass Sie diese sagen wir mal, Regeln so ein bisschen ausgedehnt haben? Ja, das ist ja so grotesk. Meine Beurteilungen sind ja alle überdurchschnittlich und sehr gut und ich sei sehr teamfähig und engagiert und würde gut vermitteln. Ich habe ja erst Stress gekriegt, als ich an die Öffentlichkeit gegangen bin und das System kritisiert habe. Das habe ich ja vorher im Blog auch schon gemacht. Aber was sind denn Ihre Hauptkritikpunkte an dem System? Also es ist ja nicht nur das System, was Sie kritisieren. Was ich jetzt rausgehört habe, war,
das System an sich, da stimmt was nicht. Zweitens, es stimmt was nicht an der Einstellung Ihrer Kollegen, die oftmals den Hartz-IV-Empfängern mit zu wenig Respekt und zu wenig Empfinden für den Individualfall entgegentreten. Und zu wenig Leute, das hört sich gerade auch schon an, wenn es ums Jugendamt geht, überall ist Personalknappheit, wenig Zeit. Und das führt natürlich das eine zum anderen dann. Ungefähr richtig, wie ich es zusammengefasst habe? Ungefähr richtig. Also die Grundkritik ist natürlich die Kritik am System. Mhm. Das System soll jetzt nochmal verschärft werden mit den sogenannten Rechtsvereinfachungen, Anführungszeichen. Das sind weitere Repressalien gegen die Erwerbslosen, das kann man so sagen, neben den wenigen positiven Aspekten. Es ist aber auch natürlich die Kritik an den Sanktionen. Das heißt, ich trete auf als Erziehungsberechtigte in den Jobcenter und sage, du warst böse. Ja. Ich entziehe dir jetzt Geld, weil du nicht gemacht hast, was ich mir vorstelle. Und die Sanktionen gehören abgeschafft, das ist klar. Die Sanktionen gehören abgeschafft. Weil ich kann ja die Grundleistung, Existenzminimum, was die Menschen haben, was ja schon eng ist, das Existenzminimum, kann ich doch nicht noch mal kürzen. Von was sollen die Menschen dann erst recht leben? Das ist jetzt aber ein ganz interessantes Thema. Das wollen wir mal ganz kurz jetzt mal ein bisschen vertiefen. Und fangen mal an, indem wir uns ein Beispiel angucken, in dem die Sanktionen, die vom Jobcenter ausgesprochen wurden, doch recht fragwürdig erscheinen. Nach 45 Jahren harter Arbeit als Trockenbauer sind Helmut Engels Knie kaputt. Seit 2 Jahren ist er arbeitslos. Vor einem Jahr im Juni hat Engel Hartz IV beantragt. Unterlagen über Unterlagen reicht er ein. Geld kommt nicht. Stattdessen fordert das Jobcenter Helmut Engel auf, er solle erst einmal seine Riester-Rente auflösen. Die Rente, die Riester-Rente, wie das nennt, da sollte ich den vorleben erstmal. Das muss ich, haben Sie gesagt. Die Riester-Rente aber gehört zum gesetzlich geschützten Schonvermögen. Dann hat das Jobcenter eine neue Idee, wie Helmut Engel seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Im November verstarb sein Vater, die Mutter ist Alleinerbin des kleinen Häuschens. Doch ihm stehe ja wohl ein Pflichtteil zu. Er solle seine Mutter verklagen, um an das Erbe zu kommen. Wer macht so, was ein Sohn verklagt seine Mutter, um das Erbe zu kriegen? Ich mache sowas jedem, aber ich mache sowas nicht. Experten halten das Vorgehen des Jobcenters für rechtswidrig. Hier liege ein sozialer Härtefall vor. Der Hilfeempfänger darf nicht dazu gezwungen werden, seinen Pflichtteil geltend zu machen. Und damit hätte das Jobcenter schon vor langer Zeit dem Hilfeempfänger die Leistung bewilligen müssen. Doch das Jobcenter denkt gar nicht daran. Engel kommt mittlerweile nur noch mit Hilfe seiner Mutter über die Runden. Meine Mutter steckt mich mal ein bisschen was zu und essen tue ich meine Mutter. Wegen der ausstehenden Hartz-IV-Bewilligung ruht auch die Krankenversicherung. 3.000 Euro Beiträge stehen mittlerweile aus. Die AOK droht mit Zwangsvollstreckung. Für Engel wäre das der endgültige Ruin. Also das ist jetzt wirklich schon ein bemerkenswerter Fall. Was glauben Sie, was ist da passiert? Das schreibt ja so das Regelwerk nicht vor, dass man seine Mutter verklagen soll. Das hat sich ja wahrscheinlich auch ein einzelner Mitarbeiter so ausgedacht. Also dachte, na, wie könnte dieser Mann zu Geld kommen? Oder wie glauben Sie, ist das gelaufen? Ich glaube, der Mitarbeiter hat nicht gedacht. Also es ist ein unwahrscheinlich skandalöser Fall. Ich habe ihn mir ja auch angeguckt. Ich weiß gar nicht, als ich das erste Mal das hörte, hat der Mitarbeiter nicht gedacht, hat das Jobcenter nicht gedacht, weil der Mitarbeiter hat sich ja nicht allein entschieden, das geht gar nicht. Und für mich ist das Schikane. Und ich gehe davon aus, es geht ja jetzt auch vors Gericht, er wird gewinnen, also das Jobcenter wird verlieren, weil ein Jobcenter kann nicht verlangen, dass ich meine Eltern verklage. Ne? Also interessant ist ja zum Beispiel, dass im April das oberste Gericht in Großbritannien die Sanktionen, die haben ja auch ein Jobcenter, nicht verbietet, aber gesagt hat, die verstoßen ganz klar gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Ja, und da eventuell jetzt tatsächlich Geld zurückgezahlt werden muss. Ja. Und dass Großbritannien das feststellt, da auch klagt und Deutschland sagt, oh, es ist toll, wir sanktionieren. Ja. Ich muss also trotzdem noch mal fragen. Also ich sag mal so, der Otto-Normalverbraucher oder der typische Stammtischbesucher sagt sich natürlich schon auch, wenn da jemand keinen Job hat, und den Bemühungen des Jobcenters, ihm einen neuen Job zu verschaffen, überhaupt nicht nachkommt oder diese ignoriert, dann ist das doch gerechtfertigt, ihm da vielleicht einfach mal so ein bisschen in den Allerwertesten zu treten, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Das ist ja nichts anderes als das, was mit den Sanktionen passieren soll, dass man den ein bisschen unter Druck setzt, oder? Nein,
Nein? Eben nicht. Es passiert ja auch häufig dann, obwohl die Menschen, die wollen ja wirklich arbeiten. Ja? Mhm. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ja Moderator, Journalist, und ich packe Sie in die Produktion und Sie haben jetzt jeden Tag, ich schicke Sie gleich zu Amazon, und Sie haben jetzt jeden Tag so und so viele Pakete zu packen. Ich weiß nicht, was Sie machen würden. Ja, es geht ja darum, das, was den Menschen vorgeschlagen wird, das passt häufig gar nicht zu den Menschen. Mhm. Es wird ihnen aufgezwungen und gesagt, du hast jetzt als Helfer zu arbeiten, obwohl ich ein Ingenieur bin oder sonst irgendeine Ausbildung habe. Und da finde ich das absolut berechtigt, dass die Menschen sagen, Moment mal, ich bin das und das und diesen Bereich hätte ich gerne. Schicken Sie mal den Bereich, aber ich gucke ja auch in der Regel selbst. Ja. Ich habe ja noch mal wir haben im Vorfeld der Sendung schon zu Mails aufgerufen oder zu Stimmen auch von unseren Zuschauern, um mal so ein bisschen auch vielleicht eigene Erfahrungen zu berichten. Mhm. Ich habe jetzt eine, die da so ein bisschen gegenspricht, habe aber noch eine, die auch ihr Buch gelesen hat und Ihnen zustimmt, nicht, dass Sie jetzt Angst haben. Und zwar eine Person, die gerne anonym bleiben möchte, schreibt: Ich kann die Einstellung von Inge Hannemann leider überhaupt nicht nachvollziehen. Ich arbeite selbst im Jobcenter. Was man sich dort mitunter anhören muss, ist echt unter jeder Würde. Wenn man Sanktionen verhängt, hat das einen Grund. Und wenn ich Ausreden höre wie Hund krank, verschlafen oder verpasst, hätte jeder Arbeitgeber seine Freude. Das ist sicherlich ironisch gemeint. Und wer stellt solche unzuverlässigen und lethargischen Menschen ein? Fragezeichen. Auch das muss man bei allem betrachten. Und für Mitleid habe ich weder die Zeit, noch werde ich dafür bezahlt. Fakt ist, ein zuverlässiger, guter und motivierter Bewerber muss kein Hartz IV auf Dauer beziehen. Sagt eine Person, ich weiß nicht, ob männlich oder weiblich, die selbst als Arbeitsvermittler oder Arbeitsvermittlerin in einem Jobcenter arbeitet. Was sagen Sie dazu? Ja, ich sage, Mitleid muss ich auch nicht haben. Das ist auch falsch. Ich brauche Mitgefühl. Mhm. Ja, was sie bringt, ist ganz klassisch, neoliberal, sage ich dazu immer. Wenn ich überlege, wir liegen bei rund 5-6 Millionen Arbeitslosen, sage ich jetzt mal den Begriff. Wir haben aber nur rund 1 Million Arbeitsplätze. Wie will ich die verteilen? Das funktioniert nicht. Ja, ich kriege gar nicht jeden unter. Mhm. Wenn einer jetzt die Ausrede bringt, mein Hund, was weiß ich, hat das Zeugnis gefressen oder so, das habe ich auch gehört, dann frage ich mich, wieso fragt sie nicht nach, wieso bringt er diese Aussage? Ja, wo ist die Blockierung? In der Regel, das ist meine Erfahrung, zu 90% blockieren die Menschen. Die blockieren aber nicht, weil ich jetzt doof bin oder nett bin oder sonst was, sondern weil sie Angst haben vor etwas Neuem und sich das nicht zutrauen. Und da müssen wir doch ansetzen und sagen, okay, du hast Angst, lassen wir stehen. Was können wir dagegen machen? Ja? Mhm. Welche Stärken bringst du dafür mit, die Angst zu überwinden? Ich würde mal vorschlagen, wir gucken uns einfach mal kurz eine Grafik an, die ganz gut aufzeigt, was bedeutet eigentlich dieser besagte Hartz-IV-Regelsatz, jemand, der noch nicht, also der das Glück hatte, noch nicht in dieser Lage zu sein, Hartz-IV beziehen zu müssen, der hat das vielleicht nicht so vor Augen. Vielleicht können Sie uns das selbst mal so ein bisschen anhand dieser Grafik erklären. Genau. Also das ist jetzt immer von einer alleinstehenden Person ausgegangen, bekommt 404 Euro. Dann, wenn ich einen Partner habe, es reduziert sich dann, wenn ich in einer Lebensgemeinschaft lebe. Kinder bekommen natürlich auch weniger. Ja. Interessant ist aber, wenn jemand sagt, oh, von 400 Euro kann doch ein Mensch leben, dass man vergisst, dass die Menschen den Strom davon bezahlen müssen. Der wird immer teurer. Der Anteil im Strom, rund 30 Euro, deckt nicht in der Regel die regulären Stromkosten ab. Sie müssen Telefon bezahlen. Ja. Dann gibt es, wenn Sie Kinder haben, eventuell Schulbedarf. Klar gibt es auch 100 Euro. Genau, es gibt 100 Euro im Jahr nochmal extra Schulbedarf. Das reicht aber häufig nicht. Ja? Wenn es Sanktionen gibt, zum Beispiel, weil irgendjemand ein Bewerbungsgespräch nicht wahrgenommen hat oder nicht zu einem Termin im Jobcenter erschienen ist, was wird da gekürzt? Wenn ich nicht zum Termin Jobcenter komme, 10%, also rund 40 Euro. Mhm. Wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch nicht wahrnehme oder ich bekomme Vermittlungsvorschlag, dann sind es schon 30 Euro. Ja, also das sind ja schon über 120 Euro im Monat, über 3 Monate. Haben Sie mal irgendeinen Fall erlebt, wo Sie sagten, naja, da helfen nur noch Sanktionen, irgendeinen einzigen? Nein, weil das gar nicht meine Einstellung war. Mhm. Ich musste natürlich auch sanktionieren, um die Statistik zu erfüllen, um nicht aufzufallen. Wobei ich die Sanktionen ja dann wieder zurückgenommen habe. Ja. Es gibt es nicht, weil es ist ganz schwer rüberzubringen, auch an meine Ex-Kolleginnen und Kollegen, es ist ein anderes Menschenbild. Ja, wenn jemand nicht kommt, hat er einen Grund. Ja. Und wenn er fünfmal nicht kommt, hat er fünfmal nicht einen Grund. Und dann muss ich da hinterher sein und fragen, wo liegt das? Dieses Menschenbild beschreiben Sie ja im Buch auch, dass die arbeitende Bevölkerung hat von jemandem, der nicht arbeitet, wäre ein, ja, sag mal, nicht
besonders menschliches Menschenbild unter anderem auch zustande kommt durch uns Medien. Ich habe es jetzt mal einfach mal persönlich genommen. Können Sie mir das mal kurz erklären? Und was haben wir, welche Schuld tragen wir jetzt daran, also wir Medien, dass jemand da draußen eine etwas nicht so gute Meinung von Hartz-IV-Empfängern hat? Also nehmen wir mal das Jahr 2002. Da war ja dann eben die Diskussion mit Agenda 2010. Mhm. Und da haben die Mainstreams plötzlich angefangen, von einer neuen Unterschicht zu sprechen. Menschen, die vorher erwerbslos waren, waren nie Unterschicht. Das waren ja vielleicht Menschen ohne festen Wohnsitz, aber es waren nie die sogenannten Arbeitslosen. Und plötzlich hieß es, wir kriegen die Agenda 2010, bildet sich eine neue Unterschicht. Und Unterschicht signalisiert ja immer etwas Negatives. Ich habe dem Leistungen nicht standgehalten, ich bin raus aus der Gesellschaft. Mhm. Die Boulevardmedien haben das natürlich extrem in die Höhe getrieben. Und was mich so aufregt, ist, wenn auch jetzt aktuell die Medien schreiben, Hartz IV entschärft sich, ja, mit den neuen sogenannten Rechtsverschärfungen. Es entschärft sich eben nicht, es verschärft sich. Ja, weil wir ein zweites Sanktionsregime kriegen. Das heißt, die Jobcenter können jetzt subjektiv entscheiden. Ich schicke Ihnen einen Arbeitsvorschlag. Sie sagen nein oder Sie nehmen ihn doch an, schaffen ihn aber nicht über die Probezeiten. Das Jobcenter kann dann sagen, du hast die Hilfebedürftigkeit nicht verringert, du bist ja wieder da, also kürzen wir das Geld und du musst zurückbezahlen, inklusive Sozialleistungen. Okay. Ja, und das ist ein Skandal und das ist eine Verschärfung und keine Entschärfung. Ne? Und ich hätte mir gewünscht, die Medien hätten jetzt auch mal diese kritischen Punkte erneut aktuell mit aufgenommen. Immerhin haben wir Sie ja heute eingeladen, dass Sie darüber aus Ihrer Sicht berichten können, nicht wahr? Mal rausbringen. So, ja. Wir gehen mal ins Telefon, weil ich glaube, die Frage von Frau Titel, die passt da ganz gut dazu. Hallo Frau Titel. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ihre Frage bitte. Ja, also ich wollte gerne mal wissen, was sie genau jetzt verändern möchte und wie sie sich das über die Jahre halt vorstellt, was verändert werden sollte dann. Mhm. Ja, eine sehr gute Frage, danke. Mein Wunsch ist natürlich immer ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist klar. Wer mich kennt, der weiß das, weil wir die Arbeitsplätze nicht haben, weil ich mir eine Diskussion auf Augenhöhe wünsche, auch mit dem Arbeitgeber. Aber wenn man, das ist natürlich noch eine große Vision. Also wünsche ich mir zumindest das alte System zurück mit der alten Bundessozialhilfe und dem entsprechenden Bundessozialhilfegesetz, wo auch noch eine passgenaue Förderung stattfand. Nicht diese Stigmatisierung Hartz IV, sondern wirklich, wer ist arbeitsfähig, wer ist nicht arbeitsfähig und damit auch das alte Arbeitsamt und die Jobcenter aufgelöst. Dankeschön. Frau Tettel, danke für den Anruf. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz, ups, habe ich jetzt weggedrückt, ein bisschen glaube ich, ne? Aber wir waren ja schon durch. So, ich habe ja noch mal eine Mail bekommen, war das jetzt die? Oder haben wir, glaube ich, noch ein Facebook? Facebook-Nachricht hatten wir auch noch, ne? Können wir die mal, eine anonyme Person sagt, man will es nicht glauben. Das ist die Person, von der ich meinte, die habe ich vorhin bei Facebook gelesen, die auch ihr Buch gelesen hat. Man will es nicht glauben, wie die Menschen gedemütigt werden. Sie ist 53 Jahre und bezieht über 2 Jahre Hartz IV. Sie erlebt es zum zweiten Mal, diese Schikane mit dem Jobcenter Meißen. Dieses Mal wird mir eine Bedarfsgemeinschaft eingeredet, die es aber gar nicht gibt. Mein Anwalt hat alles getan, was mir möglich war. Und nun lässt sich das Sozialgericht Dresden sehr viel Zeit, bekomme seit Mai nicht einen Cent, muss mir Geld leihen, hatte sehr unter diesem psychischen Druck und deshalb schon längere Zeit krank. Das ist ja eine weitere, jetzt mal von dem Fall, den wir natürlich schwer beurteilen können aus der Entfernung. Was passiert denn psychisch mit den Menschen? Das darf man nie vergessen, genau wie dieser Mann, der aufgefordert wird, plötzlich seine Mutter zu verklagen. Also ich nehme selten das Wort oder nicht gern das Wort in die Hand, sie werden psychisch krank, aber es ist tatsächlich zum Teil so. Also es ist ein enormer Druck und sie kommen in so eine Lethargie rein, sie haben nicht mehr die Kraft zum Kämpfen. Ne? Also, dass sie jetzt noch beim Anwalt war, finde ich schon enorm, finde ich prima. Dann ist auch ganz wichtig, es ist so diese Hilflosigkeit. Ich stehe gegen einer Behörde gegenüber, die alles Mögliche behauptet. Ich bringe die Unterlagen, solche Fälle bekomme ich jeden Tag per Mail. Und dann verschwinden die Unterlagen oder es heißt, ja, es fehlt noch was, obwohl es in der Akte ist. Also, und ich meine, da würde ich auch langsam verzweifeln. Da braucht man schon ganz, ganz viel Kraft. Ja. Sie sind ja dann auch irgendwann krank geworden, als Sie von den Zuständen einfach ein bisschen die Nase voll hatten, sag ich mal so salopp. Man spricht von einem sogenannten Bore-out, glaube ich. Was ist das? Was war das für eine Krankheit? Klingt ein bisschen wie Burnout. Ja, es ist ein Bore-out. Bore-out hat ähnliche Symptome wie ein Burnout tatsächlich. Mhm. Erschöpfungssyndrom auch. Ich habe mich gelangweilt. Ja. Also ich bin an dem System verzweifelt, dass ich kreativ sein wollte, dass ich verändern wollte. Ich habe ja auch Skripte
eingereicht für Veränderungen. Da hieß es, du überschreitest deine Kompetenz. Ich habe Vorschläge gemacht, weil ich kann ja nicht nur schimpfen. Und jedes Mal wurde ich geblockt. Und ich durfte aber, obwohl ich schon Zusatz, sogenannte Rucksäcke genommen habe, mit wie Controlling-Aufgaben übernommen habe, ich habe gemerkt, ich muss nicht mehr denken. Also das einzige Denken waren die Gespräche mit den Erwerbslosen. Das war eine Herausforderung. Aber in der Arbeit selbst war für mich jetzt wirklich null Denken. Und das, ja. Sie waren eine Zeit lang krankgeschrieben, dann sind Sie wieder zurückgekommen. Ja. Ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Sie haben dann angefangen, einen Blog im Internet zu schreiben, wo Sie auch geschrieben, was Ihnen nicht so gefällt am System, was nicht so richtig rund läuft in den Jobcentern. Das hat sich dann so ein bisschen hingezogen über mehrere Monate. Es gab dann noch einen weiteren Blog und dann gab es Ärger. Und dann haben Sie ja selbst auch geschrieben, dann wurde Ihnen Maulkorb verpasst, Sie wurden überwacht. Wie ging das letztendlich aus? Naja, das Jobcenter hat mich freigestellt. Das heißt, ich bin natürlich nicht mehr im Jobcenter tätig, das ist klar. Also jeder, der Kritik äußert, verschwindet eigentlich auch aus dem Jobcenter. Bin dann zwangsüberwiesen worden, wieder sozusagen zur Stadt zurück. Die sind ja mein Arbeitgeber in Hamburg im Integrationsamt. Das dürfen die im öffentlichen Dienst und muss jetzt einfach abwarten, was meine weitere Zukunft bringt. Die Kollegen, die jetzt oder ehemaligen Kollegen, die in den Jobcentern noch arbeiten, die Sie persönlich kennen, was sagen die zu diesem Buch oder zu diesem Auftritt hier zum Beispiel bei uns? Also es gibt kaum eine Grauzone. Entweder unterstützen sie mich total, also bundesweit, auch auf jeder Ebene, bis auch nach Nürnberg hin, und finden das prima und gucken, wie sie mir helfen können, oder sie hassen mich. Ja? Also es gibt entweder toll oder tatsächlich Hass. Wofür hassen die Sie? Dass ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, die sagen, ich würde sie schlecht machen, deren Arbeit, was ja so nicht stimmt, das sieht man ja auch im Buch. Ich bringe ja Alternativen, ich erwähne ja auch, dass es auch, ich sag mal, empathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, aber dass das System eben das Gegenteil fordert, eben nicht empathisch zu sein. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Sie vielen Menschen aus der Seele sprechen, die schon ihren eigenen persönlichen Kampf mit dem Jobcenter oder anderen Behörden ausgefochten haben. Man muss natürlich immer dazu sagen, das sind jetzt Dinge, die Sie aus Ihrer Sicht beschreiben. Das ist Ihre Meinung, die Sie sagen. Sie haben ja keine repräsentativen Umfragen dazu gemacht, aber es ist schon spannend zu lesen, liebe Zuschauer. Ich zeige es Ihnen auch gerne nochmal. Das Buch von Inge Hannemann, Die Hartz-IV-Diktatur. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Es war sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich. Und ja, ich wünsche Ihnen noch weiterhin alles Gute auf Ihrem bisher ja recht steinigen Weg, aber Sie schaffen das schon. Ach, das ist auch spannender Weg und er macht auch Spaß. Ja, weiterhin viel Spaß wünsche ich Ihnen dabei. Und ich gehe rüber zu Thomas Globig, weil natürlich wollen wir wissen, ob das, was du uns in den letzten Tagen versprochen hast, tatsächlich auch so eintreten wird. Aber es ist ja heute schon richtig heiß gewesen. Es ist richtig heiß. Du bist schon wieder so braun geworden, seit gestern schon wieder noch mal bräuner. Was machst du denn da immer? Nein. Das ist eine optische Täuschung. Garantiert liegt wahrscheinlich am Licht hier. Ja, nein, es ist heiß. Wir haben jetzt stellenweise schon 34 Grad erreicht an einigen Orten. Zum Beispiel in Eisleben, Dachwisch bei Erfurt oder auch in Zwickau. Also das ist schon der bisher wärmste Tag in diesem Jahr. Ja. Ich hatte vorhin ja schon ein bisschen befürchtet, dass es dann jetzt in den nächsten Tagen durchaus aber ein bisschen regnerisch werden könnte. Ist das immer noch so oder hat sich das zum Guten gewendet? Es wird Gewitter geben. Klar, der Wetterumschwung wird kommen am Wochenende. Und wer jetzt mächtig unter der Schwüle, unter der Hitze leidet, den kann ich sagen, Sonntag ist alles vorbei. Ach, du weißt es doch immer irgendwie positiv auszudrücken. Jetzt noch mehr zum Wetter von Thomas Globig. So, und natürlich bei 34 Grad, da darf der Spruch nicht fehlen, macht euch nackig und dann rein ins Wasser. Ein paar ausgewählte Wassertemperaturen von Badeseen, Arendsee in der Altmark, 20 Grad, Kiesgrube Immelborn, bei Bad Salzungen 20 Grad, also 20, 21 Grad, fast überall. Also eigentlich recht erfrischend ist die eine Erfrischungsform. Die andere ist, auf die Berge hochklettern. Bietet sich an, zum Beispiel der Brocken. 23 Grad im Moment dort oben, kräftiger Wind, Stärke 5, so im Mittel, haben eine Menge Menschen getan. Man sieht es hier, eine Menge Betrieb gewesen, keine Wolke. Man muss natürlich bei diesem tiefblauen Himmel schon aufpassen. Da gibt es ganz schnell einen Sonnenbrand, auch wenn man ins Strandbad geht. Ich hoffe, alle haben heute auch an Sonnenschutz gedacht. Regen natürlich weit und breit, keine Spur, der ist ganz weit westlich. Heißt also heute Abend, lange draußen sitzen, Biergarten, Terrasse, Garten oder wo auch immer. Wenn Sie Lust, wenn Sie Zeit haben, bis nach Mitternacht. Temperaturen weit über 20 Grad. Tiefstwerte gehen runter, 20 Grad in den größeren Städten. Sonst so auf 19 bis 17 Grad. Die Kältelöcher, die einzelnen Kältelöcher, die mulden in unseren Mittelgebirgen mal bis knapp 11 Grad. Dann morgen der Tag, fast überall nochmal durchweg sonnig.
Wir legen eine kleine Kohle drauf, bis zu 36 Grad sind möglich. Aber dann zum Spätnachmittag abends erhöhtes Gewitterrisiko, Gewittererwartungsgebiet, Eichsfeld, Harz hoch bis in den Altmarkkreis Salzwedel. Alle anderen bleiben morgen Abend noch trocken. Das wird sich ändern am Sonnabend. Da können lokal wirklich kräftige Gewitter dabei sein, um die 30 Grad nochmal. Die Gewitter treffen garantiert nicht alle. Wie schon erwähnt, am Sonntag ist die Schwüle weg, Temperatur geht runter und wir können durchatmen.